Die Ermittlungen der Stadt Winterthur führten zur Wohnung eines Drogenhändlers. Während der Suche nach dem Haus fanden sie zusätzlich zu Drogen ein ausgedehntes Arsenal an Waffen. Ein Halb in einer umfangreichen Waffe, die ein Arsenal eines Winterhändlers in Winterthur war, fand die Polizei eine Panzerfaust. Es wurden auch mehrere Betäubungsmittel gesichert. Tamedia, Madeleine Schoder. Die Wohnung eines 36-Jährigen in Weltheim wurde am Montagabend von der Stadt Winterthur durchsucht. Die Forscher konnten Betäubungsmittel wie Kokain, Marihuana, Haschisch, LSD und Amphetamin und 2000 Schweizer Franken sicherstellen. Darüber hinaus fand die Polizei ein umfangreiches Arsenal an Waffen mit rund 20 Stichen und Impact-Waffen sowie eine größere Menge schwarzer Staub und eine Panzerfaust. Der mutmaßliche Drogendealer und Waffenbesitzer, ein 36-jähriger Schweizer, wurde der Polizei verhaftet und gestanden, mit Drogen gehandelt zu haben. Zusätzlich zu den mutmaßlichen Verbrechen der Betäubungsmittel wird es auch durch mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegsmaterial beeinflusst. Neben der Stadtpolizei in der Winterthur wechselte das Zürich Forensik-Institute auch, um Drogen und Waffen zu bestimmen und zu garantieren.